Hallo und willkommen zurück zum Omega-Fall-Projekt. Katrina schon wieder am Minern. Ja, natürlich, wir brauchen Knete. Und ich bin gerade dabei, mein Schiff noch ein bisschen umzubauen. Und zwar möchte ich ganz gerne mehr Jump-Module dran haben. So. Viel mehr Jump-Module. Katrina hat mir 500 gegeben. Ich glaube, die halten nicht lange. Manchmal hat man wirklich Probleme hier zu bauen. Mir sagte auch jemand, baut doch direkt im Symmetriemodus. Ich sag so, nee, so normale Schiffe baue ich selten im Symmetriemodus. Selber Schuld, kein Mitleid. Ja, ich muss mir mal angewöhnen, aber momentan nicht. Wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, damit anzufangen. Ja, mache ich schon noch, keine Sorge. Also wenn er jetzt nicht vernünftig lädt. Also er zieht auf jeden Fall inzwischen Strom. Das ist schon mal gut. Schon mal etwas. Na gut, Ist auf jeden Fall geil, dass ich jetzt mit dem Rechner auch die Trümmer mal anmachen kann, ohne dass er sofort in die Knie geht, wenn ich einmal abdrücke. Ja, du hast ja einen neuen Rechner. Ein Wunder ist geschehen. Lang Wobei genug ich dir ein bedauert. paar Mal gesagt habe, du hättest mich lieber fragen sollen. Der Witz ist, ich habe dich gefragt, aber unterm Strich gelang es dir nur, mich zu verwirren. Daraufhin fragte ich jemand anderen. Tja. Okay, ich muss zum Shop, sehe ich Du gerade. weißt doch, ich bin eine Katze, ich habe kein Hirn, ich habe einen Wollknäuel. Hast du ein bisschen Geld in den Shop gelegt? Kannst du mir ein bisschen was geben, damit ich Waffen kaufen kann, um meine Laser zu verbessern? Guck mal, wie wenig ich nur abbauen kann. Reicht für den Nee, Hausgebrauch. er muss durchgehen, zumindest gehen. Na, schon klar, das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Ich leg dir mal ein bisschen Geld in den Shop. Jo, mach das. Das wäre sehr gut. Hast du Schilde? Nee. Das solltest du tun. Ja, Ich habe aber welche in den Kisten. nicht hier. Ist doch egal. Nee, ist es nicht. Wenn die Piraten kommen, ist fertig. Hast du jetzt Geld reingelegt? Ich suche gerade, wie es geht. Du musst erstmal in die Nähe des Shops und dann B drücken und dann oben Ja. auf Options. Und da kannst du dann Deposit Credit, Depose das Credit und ich kann gebindet. da nachher rausnehmen. Ich kann nicht. Ach, du bist noch nicht Ordner eingestellt. Moment. Ach, warte mal. Wahrscheinlich ist die ganze Faction-Geschichte noch nicht eingestellt, dass du. Dann tu das. Bin da gerade bei. Ich werde dich auf keinen Fall unter Druck setzen, aber jetzt mach gefälligst hinne. Du bist Member ersten Ranges. Pö. Ja, du wirst Admin. Admiral wirst du, aber das Problem ist, ich muss die ganzen Ränge noch richtig editieren. Admiral. Und du hast volle Berechtigung. Alles kannst du jetzt. So, versuch mal. Geht irgendwie immer noch nicht. Versuch jetzt mal. Jetzt geht's! So, du bist jetzt auch noch Shop-Owner. Ich hab dir mal So. 500.000 ins Dings geschmissen. Das hört sich gut an. Dann nehme ich 250.000 mal raus. Die waren komplett für dich? Ja, aber dann ist ein bisschen Reserve noch. Dann ist ein bisschen Reserve im Shop. Nimm das komplette Geld raus. Ich wollte nämlich jetzt nochmal 500.000 als Reserve reinschmeißen. Ah. Da bin ich mal großzügig, nur genießt es nicht. Ja, stimmt. Wenn du mal großzügig bist, sollte man es genießen. Ist leer. Dann springe ich mal zum Shop. Ups. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts abgebaut von unserer Station. Nee. Ah, bis gleich. Tschüss. Tschüss.
Während des Warps lade ich knapp die Hälfte meines Sprungantriebs auf. Kannst du mir die Koordinaten nochmal... Ach nee, ich habe ja Koordinaten gespeichert. Ich bin so blöd. Ja, du bist blöd, hast recht. Ich sagte blob. Da hat die Tussi schon über 1 Million Creds, ey. Na ja, gekonnt ist gekonnt. Ah, B. Allein der Pirat, den ich erwischt habe, hat mindestens 1,5 Millionen gebracht. So ist das manchmal. Ich brauche 200 Kanzel. Weapons. 200 davon bitte, danke. Jetzt habe ich noch 315. Wie habe ich 315.000? Ach so, ja, habe ich ja. Stimmt ja. So, was soll ich mir noch holen? Strom, Waffen, Schilde. Was Strom man halt so braucht. Habe ich genug. So. Falsche Stelle aufgebaut. So, das ist das Ding. Ich meine, unser nächster Schritt sollte sein, unter die Plattform unserer Station einen Raum zu bauen, wo wir die ersten Fabriken einrichten können. Grundsätzlich gebe ich dir da sogar recht, aber das kommt noch. Dafür sollte ich grundsätzlich erstmal ein bisschen weiter bauen an der Station. Und dafür brauche ich großteils Hülle. Aber solange die hier keine Hülle haben... Was du zumindest gesagt hast, dass die keine Hülle haben. Nicht mehr viel. Bringt das nichts. Und deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, dass wir hier... Ach so, nee. Doch, warte mal. Wenn die connected sind, ist das ja scheißegal, weil du ja die Waffen sowieso nicht nutzt zum Schießen, sondern zum Dingens. Das heißt, die dürfen ruhig zusammensitzen. Ja, klar. Das habe ich die ganze Zeit nämlich nicht gemacht. Das ist ein Ungetüm, mein Schiff. Ist meins doch auch. Es sieht komisch aus. Na gut. Und unförmig. Aber das ist egal. Hauptsache, es funktioniert. So, mehr Jump Drive Module. Dann werden wir das einfach jetzt hier ein bisschen mit Jump-Drive-Modulen auffüllen. Und dann wollte Katrina, dass wir noch Schilde da drumrum machen. Bei der Station ist es ja relativ egal. Ich dachte, mein Schiff meinst du. Ja, dein Schiff. Da ist es wichtig. Ich glaube, ich brauche gleich eher Strom. So. Oder ich fülle so schnell meinen Jump-Antrieb auf, dass der doch keinen Strom zieht. Aber ich glaube, das sieht eher leider in der Realität anders aus. Etwas. Ich weiß, es sieht scheiße aus, das Schiff. Aber ihr werdet schon sehen, das funktioniert. So, jetzt haben wir, glaube ich, um die 500-600 Blöcke Jump-Module da dran. Sollte so langsam ein bisschen reichen. So ein bisschen. So, meine Energieversorgung noch da ein bisschen jetzt verbessern. Also momentan, Katrina, baue ich nur einen Kasten. Das sieht nach nichts Schönem aus. Muss es ja erstmal auch nicht. Brauchen wir erstmal Infrastruktur, bevor es losgeht. Da gebe ich dir wohl recht. Gucken, dass wir nachher auf jeden Fall eine Werft bauen oder so. Minimum. So, und zwar Schilde müsste Support-System sein, ne? Shield Drain Computer. Brauchen wir jetzt... Ach ne, das ist diese Waffengeschichte. Worunter sind denn die Schilde? Schiffe. Ja, und wenn ihr Ship... Dann kommt Weapons, Support Tools, Effect Shields. Ach so, ja, ich sag nix. Und du brauchst Schild Recharger und Kapazitator. Kapazitator ist, wie groß wird der Schild, Recharger ist, wie schnell lädt er sich auf. Und da. Mal gucken. Und die Stränge waren wieder getrennt und die Kapazitatoren zusammen, ne? Ach, das ist beides egal. Kannst du einen Block zusammenhauen. Okay.
Wenn du das sagst. Wenn das egal ist, ob ich die trenne oder nicht. Wenn ihr was einer anderen Meinung seid als Katrina, schreibt es in die Kommentare. So. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Schild schon mal. Nicht viel, aber ein bisschen. So und so. Und auf der anderen Seite können wir dann das noch bauen. So. Okay. Also ich verliere zwar keine Energie, aber das Jump-Modul lädt sich auch relativ schnell, aber noch viel zu langsam. Gucken wir mal. Während ich den Jump einleite, kann ich mein Modul immer noch nur halb aufladen. Naja, gut, geht. Guck mal, ich bin mit meinem Schiff da. Wolltest du dir das mal angucken? Boah, ist das hässlich! Definitiv. Juhu. Sowas von. Wie, jetzt hast du jetzt zwei davon, oder was? Wie, was? Hey, du bist gerade gelandet. Ja, ich hab den Bug ausgenutzt, dass man von Ferne landen kann. Mhm. Ich glaube, mein Antrieb ist auch langsam nicht mehr stark genug. Das war so gerade der zumindest... Huch, wie viele Kisten haben wir eigentlich? Bist du schon am Sortieren? Nee, sortieren noch lange nicht. Scheiß Logbuch erstmal weg und so. Kann sein, dass die Kiste voll ist. Hat die Kiste ein Maximum? Ja... Da gibt es neue Cargo-Module, mit denen man erhöhen kann, wie viel in eine Kiste reinpasst. Ja, irgendwas der Art. Jetzt passt da was rein. So, ich habe mal mein Inventar leer gemacht, damit du da auch reingucken kannst. Ich habe jetzt übrigens die Hülle vergessen. Hast du rote und weiße Hülle irgendwo? Irgendwo da reingeschmissen. White Hull haben wir schon mal. So, die rote fehlt mir noch. Ja, rote Hülle hast du vergessen. Oder schwarz. Brauchen wir. Hab alles, was ich habe, in diese Kisten geschmissen. Na gut, dann fange ich jetzt erstmal mit der roten Hülle an. Übrigens habe ich hier zwei Bildblocks hingesetzt, ne? Mhm. Falls du es noch nicht gesehen hast. Doch, doch. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut so. Wenn ich das jetzt hier auffülle, dann müsste das eigentlich schon ganz geil aussehen. Die Hauptplattform. Guck mal. Ich bin gerade nicht ganz in der Lage. Ah ja, doch, das sieht gut aus. Zufall gewesen, dass ich das so gebaut habe übrigens. Ah, das sieht aber nicht schlecht aus, kann man so lassen. Finde ich auch, aber das wird ja sowieso noch komplett anders nachher. Hm. Ich habe jetzt erstmal was gebaut, damit ich vielleicht mal die erste Mini-Fabriken anschauen kann. Die Frage ist, was brauchen wir für ein Rezept von etwas? Und zwar hätte ich ganz gerne Hülle, und zwar rote Hülle, das Rezept von. Aber wie kriegt man das? Das Rezept, das funktioniert gar nicht mehr so mit Rezepten, wie das früher war, sondern du baust deine Fabriken und stellst bei den Fabriken ein, was du haben willst, und die sagen dir dann, was du dafür brauchst. Du kannst es auch in den Fabriken nachschlagen. Okay. Change. Aber wie das jetzt genau ging, muss ich auch jetzt wieder ausbalobern. Gucken wir mal, vielleicht finde ich es ja so heraus. So, ich suche erstmal rote Hülle, rote Standardhülle. Ich glaube, wenn wir jetzt die fette Hülle direkt machen, das ist nicht so gut. Brauchen wir hier sowieso nicht, ernsthaft. So. Das hier ist eine Übergangsbasis, die muss nicht hübsch sein, also brauchen wir auch keine geilen Hüllen.
Wie geht das jetzt? Mit Gewalt? Change Produkt. Das habe ich jetzt Use Slot Rezept. Hatte ich eigentlich reingemacht. Red Standard Armor wollten wir haben, ne? Ja. So, okay. Wird mir aber nicht angezeigt. New Production Rezept. So, der zeigt mir jetzt an, dass ich bestimmte Sachen dafür brauche. Irgendwas in der Art, ja. Und erstaunlicherweise braucht man auch sehr viel von dem Scrap, den man bekommt, wenn man Stationen abbaut, ohne sie zu kaufen. Dann würde ich sagen, sollte ich mich mal darum kümmern, oder? Mhm. Dann muss ich nur, wolltest du als meine Beschützerin vielleicht mitkommen, dass wir checken, wo eine Station ist? Wir haben jetzt noch so viel Zeit. Warte mal. Ein paar Minuten haben wir noch, deswegen... Wir haben eine Station. Ich gebe dir die Koordinaten. Moment, N, Z. Gib mir mal die Koordinaten. 76, 60, 62. Ich wiederhole, 76, 60, 62. Ja. Ja, kannst du schnell genug jumpen oder soll ich vielleicht einen Dockingport anbringen, damit du mit mir mitjumpen kannst? Wäre vielleicht sogar gar nicht mal verkehrt. Oder? Ich bin bereits im Hyperraum. Achso, du springst jetzt immer vor. Ich mach das trotzdem mal. Nimm mir mal ein Jump-Modul mit. So. Und Jump-Drive. Wie weit ist das denn entfernt? Ach, 8-9 Kilometer. Ach, bin ich schon da? Ist direkt in die Ecke. Ja, ich bin schon längst im Abbau. Ah, das ist wirklich eine Station. Sehr gut. Station, die wir abbauen können. So, Metal Mesh brauchen wir ganz viel, haben wir gerade festgestellt. Wobei ich lieber das direkt abbauen würde. Wie viel, wo sehen wir denn, wie viel die Station kostet? Wenn wir die P drücken, ne? Mhm. Warte kurz. P. You are trade another money. 80 Millionen. Vergiss es. Ja, doch später, es gibt schon. Genug von denen. Ja, später, aber jetzt noch nicht. Das ist selbst für meine Kasse noch zu viel. Das ist halt immer selbst für ihre Kasse. So. Ach, weißt du noch, wie wir damals angefangen haben, L10-Erze und so ein Quatsch zu lagern, weil wir nicht genug Platz für Bargeld hatten? Ja, ich hab das nachher mit... Ich hab dann irgendwann gedacht, lass uns Faction-Module herstellen. Mhm. Erinnerst du dich? So, 1300 haben wir schon mal. Geht ja relativ fix, muss man ja sagen. So, ich habe auch noch 900 Scrap Alloy und 900 Scrap Composite. Ja, wir müssen uns gleich mal angucken, was wir genau brauchen und müssen dann gezielt minen gehen. Mhm. Um dann halt die Hülle herzustellen. Das ist jetzt erstmal rote Hülle. Ich baue jetzt direkt gleich eine zweite Factory für weiße Hülle und schwarze Hülle. Wahrscheinlich eine Kombination aus Rot, Schwarz und Weiß. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, oder? Nämlich Rot, Schwarz und Grau, weil Schwarz, Rot, Weiß waren die Farben von dem Burschen mit der komischen Schnauzbart. Was? Schwarz, Weiß, Rot waren die Farben des Dritten Reichs. Ach so, ja gut, daran habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ich fand es eigentlich ziemlich. Du bist auch nicht ganz so politisch wie ich. Ich habe solche Dinge immer präsent im Kopf. Ich habe auch keine Lust da, die weiße Dinger wieder auszuwechseln. Ja, harte Welt. Dann lass das Schwarz weg und ersetze es durch Grau. Könnte man überlegen, schauen wir dann mal. So, okay, dann lass uns zurückspringen, weil wir haben jetzt auch nicht mehr so lange Zeit, bis die Aufnahme zu Ende ist. Und mal eben ganz kurz noch gucken, würde ich sagen. Treffen wir uns an der Base? Ja. Ich muss aber erst noch aufladen. Ja, dann laden wir auf, bis gleich. Ich lade ja relativ schnell inzwischen. Wenn ich jetzt schnell genug wäre, hätte ich jetzt einfach eben den hier machen können. So. Okay, wir brauchen halt bestimmte Materialien, um das herzustellen. Ich vermute auch, wir müssen mehrere Produktionslinien hintereinander klemmen. Ja, darauf wird es hinauslaufen.
Und die Frage ist, wird das immer noch so gemacht? Ja, es wird immer noch so gemacht. Perfekt. Das ist unsere Sache, die wir... Nichts deaktivieren. Die wir machen wollen. Kaniba-Kapsul. Wir brauchen Alloy Metal Mesh. Scrap Alloy. Scrap Composite Alloy Metal Mesh habe ich gar nicht. Crystal Composite und Cinaba-Kapsul. Auch schon mal aus. Alloy. Huch. Alloy. Metal Mesh. Ne, ich wollte eigentlich das grundsätzliche Alloy Metal Mesh haben. Na, dieses Alloy Metal Mesh habe ich gar nicht. Kannst du aber, glaube ich, aus den anderen beiden herstellen, die wir gerade von der Station gekriegt haben. Ja, aber wie denn? Da brauchst du eine ganz einfache Fabrik für, glaube ich. Warte mal, welche ist denn das nochmal? Factory. Dazu brauchst du, glaube ich, die Basic Factory. Aber nagel mich nicht drauf fest. Und du wirst auf jeden Fall auch eine Capsule Refinery brauchen und einen Microassembler. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich habe alles soweit, aber das Alloy Metal Mesh kann ich nicht in der Standardfabrik herstellen. Das wirst du wahrscheinlich in der Basic herstellen. Ja, habe ich ja gerade geguckt. Basic Factory. Dafür brauchst du den Microassembler. Microassembler. Und da krieg ich. Ich meine, das wäre so. Das ist mir gerade irgendwie so siedend heiß. Microassembler. Alloy Metal Mesh, jo. Und Crystal Composite. Krieg ich dadurch. Siehst du mal. So, und dann sollte eigentlich falsch CV und er sollte sich die Sachen reinziehen normalerweise, die er braucht. Du kannst am Anfang eine Kiste hinhängen. Ich kann das doch direkt in den nächsten rein. So, dann haben wir nämlich hier schon mal das Alloy Metal Mesh, was geholt wird. Fabricant Capsule. Ne, Fertikin. Dafür brauchen wir wahrscheinlich so ein Kapseldinge, ne? Ja. Kapsel. Gerade sagte. So. Huch. Ach so, ja. Soll er doch noch gar nicht. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber auch gleichzeitig ein bisschen linearer geworden. Das ist nicht mehr so wie damals, dass du x-tausendmal dasselbe Rezept kaufen musst und da hoffen, dass du eins mit vernünftigen Zutaten kriegst. Fand ich irgendwie besser. Die Frage ist jetzt, was muss ich in das Kapselding reinpacken erstmal? Ja. Keine Ahnung. Ja, das ist nämlich gerade mein Problem, weil... ich kann das nachgucken. So, welches... Das hatte ich dir gesagt. ...brauchen wir jetzt davon? Fertikin-Capsule. Ich spreche das hundertprozentig falsch raus. Seid mir nicht böse. Und dafür brauchen wir Fertikin Ore Row, dieses grüne. Haben wir davon noch was im Shop? Nicht, dass ich wüsste. Die Frage ist auch, wo drunter das gerade ist. Mineral. Nee, Quatsch. Mineral sind die restlichen Sachen. Ja. Crystal ist es auch nicht. Aber das hatte ich ja vorhin schon mal gesucht und nicht gefunden. Ja. Manufacturing. Da ist es auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall irgendwas mit dabei. Resources, genau. Manufacturing Resources und dann Raw und Capsules. Das Grüne haben wir leider noch nicht, schade. Fertig, nee. Ja, aber das werden wir jetzt auch nicht mehr kriegen, weil die Folge nämlich schon zu Ende ist. Wenn wir nachher noch eine Folge aufnehmen, werden wir uns dann darum kümmern. Ich danke fürs Zuschauen. Wir docken unsere Schiffe an und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Omega Fall. Tschüss.